einfacher. Sag mir, wen du bist. Hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Guten Tag, die Damen und Herren. Ihr seht schon, ich habe eine neue Montur an, die zeige ich euch natürlich gleich noch ein bisschen genauer. Aber erstmal will ich mich hier gerade um diese Verbrecher kümmern, die ja nichts verloren haben in dieser Stadt. Zumindest nichts in Paris, solange wir da sind. So, ihr seht schon hier, das ist unsere neue Montur. Ich habe die Belek-Montur wieder ausgezogen, weil viele ja auch gesagt haben, die sieht kacke aus. Und ich muss sagen, sie war auch nicht so geil. Aber ich glaube, zwei Tage bzw. zwei Folgen kann man damit mal rumeiern, ist halb so wild. So, und jetzt haben wir hier dieses schöne Stück. Ich habe das mal so ein bisschen grau-blau gefärbt. Ganz schwarz waren viele Wünsche der Community. Kann ich es leider nicht färben. Schade drum. Es gibt auch keine komplett schwarze Montur, zumindest bisher nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ansonsten haben wir aber mittlerweile eine neue Mütze. Die haben wir uns jetzt mal gegönnt und die ist auch nicht so schlecht, finde ich persönlich. Ich kann die gerade mal zeigen in den Werten. Die ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, aber halt wie gesagt nicht overpowered. Da kommen wir noch hin, das dauert noch ein bisschen. So, hier können wir erstmal die Farben, ganz klar. Da seht ihr einmal ganz kurz nochmal die Farben, die ich genommen habe. Das Rot finde ich auch irgendwie cool, also ein bisschen zu auffällig für ein Assassin, finde ich. Diese Farbe finde ich schon ganz cool, so wie sie ist. Ja, und jetzt haben wir den meisterlichen Musketierumhang. Nicht schlecht, oder? Können wir noch für 5000 verbessern. Holen wir uns halt alles hier für diese Points. Davon haben wir ja noch 14.700. Wir können uns allerdings auch mit dem Heck verbessern. Davon haben wir aber nicht mehr so viele Punkte, weil wir jetzt natürlich auch viel ausgegeben haben in Ausrüstung. Das können wir eigentlich echt mal verbessern für 5.000. Reichweite des Adlerauges erhöht sich da auf 55%. Das muss man sich immer geben. Es sind aber auch viele Punkte. Aber diese Mütze, die wir jetzt anhaben, die Kapuze, die ist schon nicht von schlechten Eltern. Und ich finde, Arno sieht auch schon verdammt cool aus. Also er ist schon jetzt nicht mehr so 0815-Assassine. Fortgeschrittener Soldat mittlerweile. Also eine gute Nummer. So, ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, liebe Freunde. Wir machen uns direkt auf den Weg zur nächsten Mission, nachdem wir in der letzten Folge den Auftragsmord erledigt haben. Und dann ja ist mal kurz ein Tag keine Folge kam. Geht's jetzt endlich weiter, zumindest keine Folge kam, falls ihr das Let's Play top aktuell schaut. Für die, die jetzt nachher eh schauen, den wünsche ich auch nochmal ganz viel Spaß. Lohnt sich, auch gerne nochmal bei Assassin's Creed 3 reinschauen. So, oh, was will der denn? Der ist ein Dieb, der will abhauen, oder? Ich krieg den gar nicht genau angezeigt, was er jetzt ist. Ob wir ihn eliminieren sollen oder abhauen sollen, ich weiß nicht. Ich häng mich mal an seine Fersen. Bleib stehen, du Schuft! Bleib stehen! Ja, da müsste ich ja den hier machen. Zack, gefangen. Und da kommen sie wieder, die AC Initiates Auszeichnungen. Unglaublich, auch wenn ich sie mir schon 15 Mal angeschaut habe, werden sie immer wieder eingeblendet. Ich kann es nicht ertragen. Bitte nicht. Ich will nicht sterben. Muss doch nicht. Na gut, vielleicht doch. Tut mir leid. Es war ein Dieb und einer Lunke, der wahrscheinlich schon sehr viele Frauen vergewaltigt und Männer auf dem Gewissen hat. Also hat er es verdient, wir haben schon ganz andere Soldaten eliminiert. Also so tugendhaft und gut ist Arno nicht, wie er immer tut. Das muss man auch mal ganz so sehen. Also wenn wir überlegen, wie viele Soldaten wir schon niedergestreckt haben und andere Kaliber dieser Art. Ich finde es aber auch schön, einfach mal so ein bisschen durch Paris zu spazieren. Ne? So einfach mal hier so, wieder hier wird geputzt. Ein bisschen mit Clipping-Fehler, aber sonst sieht es echt klasse aus. So, und da vorne erwartet uns die nächste Mission. Ui, 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 ui. Die Hungerzeit. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und da scheint alles Teil von Germains Plan zu sein. Findet den Verantwortlichen und setzt dem Ganzen ein Ende. Ja, die Leute, obwohl hier die in der Bar haben ja scheinbar noch was zu trinken, aber nichts mehr zu essen halt. Und deswegen wollen wir uns darum kümmern. Und Hungersnot gab es ja bekanntlich auch, ich glaube im Winter 1788, das war einer der härtesten Winter überhaupt, hatte ich ja glaube ich schon mal angeteased. Das genaue Datum bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das war einer der krassesten Hungersnöte in Paris. Wir befinden uns jetzt allerdings schon später in der Zeit. Das ist Germains Hungersnot. Und zwar am 31. Oktober 1792. Aha. Da sitzt sie, Elise. Erkennt man an ihren Haaren. Feuerrot. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich, auch dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Germain. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus.
Wir würden uns natürlich gerne noch länger mit Elise unterhalten, aber wir müssen jetzt zum Pier gehen und checken, was es da mit dem Getreide auf sich hat. Ja, und wirklich, diese AC Initiates Nummer, da habe ich mich sogar mal ausgelockt und es wird trotzdem wieder eingeblendet und ich habe mir angeschaut, dass wir da einen neuen Level erreicht haben. Da kriegen wir halt so kleine Herausforderungen, so kleine Boni mit Erfahrung und Pipapo. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, deswegen will ich es auch gar nicht unbedingt eingeblendet haben, aber ich kann es irgendwie nicht ändern. Vielleicht weiß da jemand einen Rat. Fangen wir mal an mit der Mission. Ey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Na, und die fahren bewusst weiter, natürlich. Ganz klar. Dann verfolge ich eben mein Boot. Dann wollen wir mal mit einem kleinen Hechtsprung. Holt, verdammt nochmal! So, und jetzt hinter dem Boot her. Ich sehe es schon kommen. Das wird eine haarige Angelegenheit. Wir müssen jetzt hier irgendwie dranbleiben. Und das hier wieder über Stock und Stein. Vorsicht, keinen Fehler machen. So eine typische Assassin's Creed-Verfolgung wieder. Entschuldigung, und mit ihm kann ich mich jetzt ganz bestimmt nicht beschäftigen. Sorry. Wir können andermal plaudern. Du kannst meinen Säbel ein anderes Mal zu spüren bekommen. Oh, jetzt bloß nicht verkacken hier. Schöner Sprung. Noch ein schöner Sprung. Komm, da hätten wir den anderen machen müssen. Eigentlich war nicht so prickelnd. Aber dafür hoffen wir jetzt hier richtig gut drüber. Zack. Gewagt. Da haben wir ein paar Sekunden gut gemacht wieder. Hier über die Hühner. So, und jetzt dranbleiben. Shit. Oh Gott, da hinten ist es. Es gewinnt an Abstand. Oh. Wow, autant d'agitation. Na, nun halte still, du Wicht. Ich habe eine Nachricht für dich. Ja, genau. Und ich habe auch voll die Zeit, mich jetzt mit dir zu beschäftigen. Wie auch immer. Wenn wir jetzt natürlich uns da aufhalten lassen, verlieren wir das Schiff. Und wahrscheinlich müssen wir das natürlich an einer gewissen Zeit schaffen. Deswegen jetzt hier hoch. Und dranbleiben, einfach nur dranbleiben, Sarazar. Das ist auch ein haariger Weg. Ganz ehrlich. Er fordert alle Sprungraffinessen, die Assassin's Creed so im Petto hat. Hui. Ja, sehr schön. Sauber. Jetzt bloß kein Fehler. Vielleicht kriegen wir den von der Brücke aus. Oh Gott. Die sind zu schnell, die sind einfach zu schnell. Mach Platz hier. Scheiße. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Tja, sie lassen sie wirklich bewusst leiden, die Bürger von Paris. Kein Alarm auslösen, da müssen wir jetzt eindringen. Die Befehle stehlen. Wenn wir da rüber schwimmen, das könnte es doch voll bringen, oder? Einmal kurz Adlerauge, da vorne ist schon der erste Gegner. Aber ich glaube, ins Wasser hüpfen ist hier gar nicht so falsch. Und plopp sind wir im Wässerchen. Einmal umdrehen hier gerade. Jetzt aufpassen, das Sperrgebiet können wir doch theoretisch einfach umschwimmen. Und so gemütlich ist die Brühe hier wirklich nicht. Tauchen können wir ja nicht wirklich, glaube ich, in Unity. Falls wer die Taste kennt, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier tauchen kann. Ich glaube, es geht nicht. Was ja noch ging bei Assassin's Creed Black Flag. Aber wahrscheinlich wollten sie hier keine Unterwasser-Szenen nachstellen. Man sieht ja eh nichts in der Brühe. Obwohl, doch so ein bisschen kann man da unser neues, schönes Gewand sehen. Ich finde, das ist eine coole Montur. Ganz schwarz hätte ich sie auch wirklich gern. Haben auch viele geschrieben, so eine ganz schwarze Montur. Finde ich, sieht super stylisch aus. Ich mag schwarz eher als Farbe. Ist eine geniale Farbe. Aber ich glaube, die ist schon ganz nice, so wie sie ist. Aber schwarz ist ja gar keine Farbe, werden mir jetzt die Besserwisser sagen. Ich will auch spielen. Es gibt da ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Kopf abreiße. Okay, die haben uns gesehen. Wir können jetzt natürlich auch, also wir brauchen ja nur die Papiere. Das heißt, wir können den Typen auch erledigen. Ob wir den Alarm nicht auslösen, wage ich mal zu bezweifeln, ganz ehrlich. Ich hänge mich mal so hier dran in der Brühe. Oh nein, der geht, oder was? Bewegt er sich da tatsächlich weg? Ja, viele haben gesagt, benutze mal weiter die Berserker-Pfeile. Zack, Berserker-Klingen. Phantomklinge wollte ich ja gar nicht, wollte die Berserker-Klinge. Vielleicht können die den dann umbringen für mich sogar. Das wäre doch mal super cool. Aber ich werde den von hier wahrscheinlich noch nicht treffen, oder?
Ja, komm ruhig suchen. Komm ruhig, perfekt. Dann brauche ich die Berserker-Pfeile ja gar nicht. Das war schlecht. Ich hätte es so gut machen können jetzt. Aber man kann ihn noch sich so eliminieren. Warum hast du nicht draufgehauen, Arno? Verdammt, dafür bezahlst du. Komm schon, nimm die Sachen. Von hier kann er mich auch nicht treffen. Kurz Medikit rein und jetzt hauen wir ab. Die Befehle sind gestohlen und wir schwimmen. Das war eine kurze Nummer. Schade, ich hätte das eigentlich genial machen können, aber ich konnte irgendwie kein richtiges Attentat ausführen. So, und jetzt haben wir ihre Reichweite verloren. Nochmal schnell hier von dieser Brüstung. Dann bin ich aus Versehen zurückgesprungen. Wäre natürlich perfekt gewesen. Hättet ihr uns gesehen kurz, wäre da hingekommen. Wir ziehen ihn ins Wasser, klauen ihn die Sachen und hätten es dann gemacht. Aber so lief es ja easy. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Das Palais von Luxemburg? Oh, das ging jetzt flott. Hungerzeit, Erinnerung abgeschlossen. Und es war eine coole Erinnerung. Hat mir gefallen mit diesem Jagd nach dem Schiff und so. Ah, komm, bewerten wir mal. Nicht das Wasser berühren und keinen Alarm auslösen. Wir haben es also perfekt sogar hinbekommen. Natürlich tricky, weil ich da an der Seite lang geschwommen bin. So, wo können wir jetzt hin? Jetzt können wir mal kurz auf die Karte schauen und theoretisch könnte ich auch nochmal wieder Kohle einsacken aus dem Café und sowas alles, aber hey, es dauert immer so ewig und es sind, obwohl jetzt mittlerweile passt ja mehr in die Truhe, da kann ich mir auch ein bisschen länger Zeit lassen. Puh. Können wir natürlich auch mal ein Training für die Belle Époque. Die schöne, wunderschöne Epoche. Daten auf den Straßen des Paris des späten 19. Jahrhunderts sammeln. Aber wisst ihr was, ich bin so heiß auf die Mission. Horta. Oh, die gute Marie. Im Palais von Luxemburg infiltriert den Palast und tötet sie, ehe sie einen Aufstand anzettelt. Okay, komm. Wenigstens probieren wir heute schon mal den Start dieser Mission. Da geht's aber hier richtig, hier. Hauptmission, Schlag auf Schlag. Entschuldigung. So, als kleiner Ersatz. Oh Mann, das mit den Auszeichnungen, das muss ich echt mal abschalten oder irgendwie einloggen mich. Aber ich habe es probiert, wie gesagt, und es hat nicht funktioniert. Hm, vielleicht muss ich das nochmal machen. Aber irgendwie will ich jetzt ja auch nicht über 10.000 ACInitiates.com Sachen klargemacht werden, sondern, und dass wir da tolle Sachen jetzt haben, sondern ich will hier zocken, wisst ihr? Ich find's irgendwie krass, dass jedes Spiel mittlerweile irgendwie 80.000 Apps und eine Verbindung und hin und her hat. Es ist natürlich auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen too much. Wo ist die Zeit, wo Spiele noch richtige Spiele waren? Und wo ist die Zeit, und nichts gegen Assassin's Creed, es ist eine geile Nummer. Und ich finde auch Unity, persönlich finde es ein richtig geiles Spiel. Und ich weiß nicht, was die Leute haben, die da viel meckern. Bei so einem Ding, da kannst du Bugs kommen, ganz klar. Hier und da hätte es natürlich besser laufen können. Aber ich persönlich habe damit noch überhaupt keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Ihr habt es ja gesehen im Let's Play. Also ich kann auch vieles gar nicht nachvollziehen. Aber vielleicht habe ich da auch einfach nur Glück gehabt. Kann natürlich auch dazu gehören. Wir sind ja noch fleißig am Saufen. So, wir sollen jetzt die gute Marie aufhalten, bevor die einen Aufstand anzettelt. Die Marie natürlich eine Templerin. Oh, was macht sie denn hier? Die ging doch gerade da oben. Die ist gerade da drüber geklettert, glaube ich. Die stand gerade, als wäre die aus dieser tollen Druckmaschine rausgekommen. Ah, das ist eine Druckmaschine. Finde ich cool. So wurden damals Zeitungen gedruckt. Und das war natürlich auch eine Revolution des Ganzen, weil sobald Zeitungen gedruckt werden konnten. Der war nice weggenockt, oder? Schön. Ja, sobald Zeitungen gedruckt werden konnten, konnten natürlich viel mehr Leute informiert werden. Leider konnten auch damals noch nicht alle lesen. Und ganz früher wurde das ja noch in Latein geschrieben alles. Also nicht jetzt zu der Zeit mehr, da war schon Französisch gegeben. Aber ganz, ganz früher, Mittelalter und so, Latein war ja die Sprache der Belesenen. Bis dann Martin Luther auch mal erstmal angefangen hat, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Das war irgendwie 1400, 1500 irgendwas. Alter, das ist schon eine Nummer, ne? Muss man sich mal geben. Wenn man überlegt, wie, wenn man vor 500 Jahren die Welt sieht und wie sie heute ist. So, jetzt probiere ich mal was aus. Ah, da habe ich den Abroller mal gemacht. Und endlich mal hat er mal geklappt hier. Schön. Freue ich mich. So, da vorne geht's weiter mit der nächsten Mission. Und da ist auch die schöne Elise. Die Horta. Oh, da kriegen wir einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Hm, bin ich mal gespannt. Du hattest recht. Marie Levecques Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecque gehört dir.
Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Hilfe, Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Das ist so cool gemacht. Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Die Templerin Marie, da ist unser Ziel. Ich find's super geil gemacht und unsere neue Montur finde ich Hammer. Sieht richtig cool aus. Okay, das Gebiet der Kunden für Gelegenheiten sorgen kennen wir alles. 47 Zugänge, krass. Fundstücke 3, Wachen 60, Alarmglocken 9. Mal wieder ein Attentat. Haben wir erst in der letzten Mission gehabt, jetzt wird aber erschlägt, aber echt Attentat auf Attentat hier. Kein Alarm auslösen, wie gesagt, das will ich mal gar nicht erst versprechen. Mach es dir nicht unnötig schwer, alter Mann. Den Palast infiltrieren. Also. Hilfe! Es gibt zwei Möglichkeiten. Drück das Pulver raus. Dem könnten wir mal helfen gerade. Die sind noch nicht im Sperrgebiet. Dann hätten wir irgendwie Unterstützung da. Geh einfach weg und du bist aus dem Schneider. Holen wir es uns. Verfluchter Royalist! So, den hätten wir geholfen. Das heißt, wir haben den Händler verteidigt. Hau ab! Seid ihr wohl auf? Ah, ihm scheint's gut zu gehen. Unterstützungsgelegenheit hätten wir natürlich auch noch. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Mir ebenfalls. Verschwindet! Zurück! Oder ich verpasse euch einen. Oh, da sind wir aufmerksam geworden. Müssen wir uns erstmal wieder hier unter. Ich wollte eigentlich nur diesen. Was glaubst du, wo du hingehst? Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das geht sonst ins Höschen. Vorsicht, der kommt. Will jetzt keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Der soll sich mal schnell wegbewegen da. Aber hier sind wir ja noch undercover, in der Menschenmenge. Und da vorne wäre dieser eine Kerl. Wir dem irgendwie weiterhelfen können. So, den Thomas retten, am besten Marie umnatzen und keinen Alarm auslösen, aber erstmal infiltrieren. Wie weit kommen wir denn da dran? Was ist geworden, Michel? Ich schaue dich auf die Galeeren und es war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Und das nennen Sie also Justiz? Stünde es in meiner Macht. Ich breche diese Gitter in zwei und erkämpfe mir meine Freiheit. Das würde jeder der Gefangenen hier. Halt. Jetzt ist das nicht unser Schicksal. Stehen bleiben! So, das wäre der Haupteingang. Je t'aime. Je t'aime. Binde euch die Ohren zusammen. Je t'aime. Ich liebe dich, Michel. Ich hau dich gleich um. Guck mal den an. Nee, lass ihn nicht fallen. Ah, auffällig. Das dürfte nicht. Verschwindet. Sehr schön, da sind wir schon drin. Das klappt doch wunderbar heute. Soll jetzt nicht ganz blöd vorgehen. Zack. Eliminiert. Das sieht sicher aus. Okay, da ist nur einer. Haben wir da oben noch einen? Adlauge mittlerweile eine gute Reichweite. Ups, ich dachte, er steht noch da an der Brüstung, aber nix da. Hat sich auch keine Brüste angeschaut an der Brüstung. Oh Gott. Meine Witze waren auch schon mal besser, ne? Waren sie auch schon mal. Okay, mein Freund. Es tut mir leid, vergib mir bitte. Was er für ein tolles Dress anhat, ne? Schon richtig futuristische Soldatenklamotte. So, und jetzt habe ich eine LED. Ja, also langsam weiß ich wirklich Bescheid, dass es mit AC Initiates und so. Ah, das war sinnlos. Aber das ist ganz cool. Jetzt haben wir uns verkleidet. Hallo.
Es hält natürlich nicht ewig, deswegen müssen wir ein bisschen die Zeit intensiv nutzen. Warte mal, da vorne wäre Ziel B. Sollen wir das noch mitnehmen schnell? Das wäre wahrscheinlich eine Etage tiefer, ne? Ja, da können wir den befreien. Dann müssen wir den bestehlen für... Oh Gott. Das wird voll die Aktion, wenn wir das machen sollten. Alter, ich glaube, ich gucke erst mal hier gerade. Fjorne wäre auch befreien. Ach, Mann. Ich habe ja immer ein Herz für virtuelle Menschen, gerade in Assassin's Creed. Nur nicht in Game of Thrones. Da handle ich nur, soweit es geht. Aber das sind viel zu viele Gegner. Wenn ich das jetzt versuche... Dafür wären wir doch, können wir schon theoretisch hier komplett rumgehen in. Diese Nebenmission macht's jetzt wirklich haarig. Andererseits brauchen wir den Schlüssel lediglich. So viele Feinde sind das auch nicht. Und wisst ihr was, ich versuch's einfach mal. Wenn's nicht klappt, klappt's nicht. Missionen werden natürlich jetzt auch zunehmend schwerer. Da kann man mal synchronisieren zwischendurch. Desynchronisieren. Okay, jetzt geht er auf die andere Seite, oder was? Was für ein Vogel! Allerdings haben wir hier oben mal Ruhe. Okay, so könnten wir tatsächlich ein Attentat ausführen. Komm, ich probier's. Alles, was du willst, lass mich an. Lass mich an. Wir können das eh nicht knacken. Ich habe dich. Komm schon her. Ich mache euch alle platt hier. Zack. Der probiert den Alarm auszulösen, oder? Scheiße, ich hab den Alarm ausgelöst. Das war nicht gut. So, der rastet jetzt aus und wir kriegen die auch so platt. Nix da. Da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden. Krieg 17. So, und der eine rastet aus und hilft mir. Berserkerpfeiler soll ich ja mal wieder einsetzen. Jetzt habe ich's gemacht. Und da greift mir einer zur Unterstützung. Stirb endlich, Mann. Der hält aber gut was. Oh, so ein Fünfer. Richtig starker Typ. Super Gegner quasi. Okay, jetzt darüber. Lass meinen verrückten Kumpanen in Ruhe. Ah, zack. Nein, stirb! Wow. Shit. Oh shit, da habe ich den einen geblockt, aber den anderen nicht. So. Und jetzt rüber hier. Du hast mich überrascht, mein Lieber. Und es war keine nette Überraschung. Ja, stirb endlich. Oh, Alter, wie viele Wachen holen die jetzt noch? Wir hätten die... Scheiße, Mann. Ich glaube, das hört eh keiner mehr. Wenigstens kriegen wir den jetzt raus. Aber wir mussten das wagen. Und diese Nummer jetzt komplett ohne Blutvergießen zu schaffen, ist halt auch haarig. Ganz ehrlich, habt ihr ja gesehen. Aber dafür haben wir die B-Mission jetzt geschafft. Wir hätten es vielleicht doch komplett so hingekriegt. Ah, was? Ich hab, ich muss erstmal den Typen looten, genau. Muss man den Schlüssel... Nein! Ach. Nein, ich will nicht das Schloss. Jetzt liegt der genau daneben. Ich habe Geld. Lass mich raus und es gehört dir. Er hat Geld und dann gehör mal her damit, ne? Können wir gebrauchen. Jeden Pfennig. Womit haben wir das verdient? Alles, was du willst. Lass mich einfach nur raus. Freiheit! Alles Gute. Freut euch. Macht euch einen schönen Tag. Grüß die Mutti. So, jetzt haben wir natürlich hier echt Unterstützung. Befrei uns. Wäre natürlich besser gewesen, hätten wir die vorher befreit bekommen irgendwie, aber... Los, los! Wie geht es dir, Arno? So, da haben wir das jetzt auch gemacht. Gefängnisausbruch eingeleitet. Jetzt haben sie ein paar Probleme. So, und jetzt gehen wir wieder hier hoch. Das war nämlich eine gute Idee. Verkleiden uns nochmal als schöne Hausdame. Oder vielleicht als Adelige oder als Adeliger. Mal gucken, was es wird. Ich drücke einfach mal, da will ich nicht hoch, nein, ich will hier eigentlich an der Wand unten, ja genau, da, so, darüber. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Schon wieder die Dame, okay. Ich habe einfach mal aus Jux und Dollerei, Entschuldigung, ihm ist nichts aufgefallen, habt ihr gesehen? Zwar wurden wir im Nachhinein entdeckt, aber bis dahin ist ihm nichts aufgefallen. Was zum Teufel? Ich erwisch dich schon, du Richter. Ach, okay, dann komm her. Ich würde aus dem Weg gehen, liebe Freunde. Boah, habt ihr den Schaden gesehen, der er anrichtet? Durchbohrt ihn von der Seite!
Leg dich um! Vorsicht, jetzt rollen. Der schießt. Schade, gerade bin ich noch so schön an dir vorbeigelaufen, mein Lieber. Dann nimm das. Yo. Ah, der hat ja mega Schaden gemacht, gerade als er mich getroffen hat. Das Problem ist, die Axtkämpfer kannst du auch kaum parieren. Deswegen hilft es am besten zu rollen und zu schlagen, glaube ich. Ich bin... Den habe ich mal so auf dem, ja, im Gehen mitgenommen. Ich sollte auch echt nicht, darf nicht vergessen, die Leute zu plündern. Weil oft sind da ja auch Medikits am Start. Und so? £67. Können wir die ja bestehlen eigentlich? Doch, können wir doch bestimmt, oder? Können wir die nicht? Nee, können wir die nicht, können wir nicht bestehlen. Schade. Hier gibt es auch einen Aussichtsturm. Den ich noch nicht gesehen habe. Den könnte ich natürlich auch noch für uns verbuchen. Aber vielleicht machen wir das im Gehen, oder? Wache! Assassine! Wie gefällt dir das? Wache, Assassine! Bam! Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Narr, der Moulin spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasher. Delasher! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss.